Willkommen Leute zu einem weiteren Video mit einer verbotenen Karte und zwar dieses Mal zu El Schattenpuppe Konstrukt, einem Fusionsmonster, das vor kurzem verboten wurde, weil es in der Meta war. Und da stellt man sich die Frage, ob das gerechtfertigt war, wenn man sich heutige Themen anschaut. Zunächst mal muss man sagen, dass es vor kurzem eine Banlist gab, die die alten Meta-Themen zerstört hat. Also BA, Shadol, Necrotz, Cleafor, diese ganzen starken Themen wurden sehr stark geschwächt. Ein paar haben überlebt, so wie BA, aber Shadol wurde wirklich hart getroffen, indem sie halt El-Schattenpuppe-Konstrukt unter anderem verbannt haben. Und das war auch theoretisch sinnvoll. Denn die Meta-Themen sind nun mal die stärksten Themen überhaupt und sollten auch genervt werden. Allerdings hat Konami kurz danach Decks rausgehauen, die viel stärker sind als Shadol im Zenit. Und da stellt man sich die Frage, ob das gerechtfertigt ist. Und da sage ich ganz klar, eigentlich nicht. Aber zunächst mal zu ein paar Randinformationen über die Karte. Sie ist ein Lichtmonster, ein Fusionsmonster, mit dem Typ Fee und den Werten 2800, 2500 und der Stufe 8. Und es wird beschworen mit einem Schattenpuppe-Monster und einem Lichtmonster. Und es hat den Effekt, muss zuerst als Fusionsbeschwörung beschworen werden. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Schattenpuppenmonster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Am Beginn des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein als Spezialbeschwörung beschworenes Monster kämpft, zerstöre das Monster. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Schattenpuppe-Zaubernfallenkarte in deinem Friedhof wählen, füge sie deiner Hand hinzu. Die Karte hier ist das absolute Bossmonster des Shadol-Deckthemas. Und ich mag Shadol überhaupt nicht, aber man muss einfach sagen, dass das Deck ohne das Konstrukt nichts mehr competitive reißt. Und das ist ziemlich heftig, einem Deck sofort die Bosskarte wegzunehmen, die so viel machen kann. Sie ist auf verschiedenen Ebenen verdammt stark. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, dass diese Karte hier an sich nicht schlimmer ist als heutige Karten, die aktuell in der Meta mitspielen. Und dass diese Karte verboten ist und gewisse andere Karten nicht, ist einfach lächerlich. Ich meine, klar, Konami ist eine Firma und die müssen Geld verdienen und wenn jeder bereits Shadol besitzt, müssen sie neue Metadecks rausbringen, die halt stärker sind, damit jemand die neuen Karten auch kauft. Und indem man halt so alte Deckthemen schwächt, kann man das weiter steigern, diesen Kaufwahn der Kunden. Und an sich ist das halt keine dämliche Marktstrategie. Aber es ist halt nicht wirklich fair gegenüber der Karte. Das kann man nicht behaupten. Man muss aber auch differenziert betrachten, dass Shadol im Zenit extrem stark war. Zwar nicht so stark wie gewisse andere Sachen, wie gesagt, aber extrem stark. Und als die Karte verboten wurde, war es auf jeden Fall angebracht, das Deckthema zu hitten, weil die neuen Sachen dann noch nicht da waren. Die Sache ist aber, dass man Shadol viel krasser gehittet hat als Sachen wie BA oder so. Denn das Bossmonster auf 0 zu setzen und dann nur noch eine Fusion auf 1, das war der Tod dieses Deckthemas in kompetitiver Sicht. Ich meine, klar, es gibt mittlerweile wieder Builds, die damit was reißen können, ein bisschen was, aber Großmeter, keine Chance. Und es ist zu stark gewesen, dieser Hit. Man hätte Konstrukt locker auf 1 setzen können. Und es wäre trotzdem ein starker Hit gewesen. Klar, man kann das Konstrukt recyceln mit Falco, aber es ist trotzdem ein Nerf, ja? Ein vernünftiger Nerf, der das Tech-Thema nicht tötet. Und ich denke nicht, dass es so sehr wieder zurückkommen würde in die Meta. Vielleicht ein bisschen, ja, aber es würde nicht irgendwelche Top-Meta-Decks von ihrem Platz verdrängen jetzt unbedingt. Das würde nicht passieren, denke ich mal. Und deshalb würde ich sagen, dass El Shadol-Konstrukt auf jeden Fall wieder mindestens auf 1 könnte. Das wäre nicht das Problem. Die Karte braucht auch kein Erratum. Die Karte ist nicht zu stark. In keinster Weise. Sie ist einfach nur einer Commerz-Bandlist zum Opfer gefallen. Und naja, das ist halt etwas schade. Um nochmal auf die Effekte zurückzukommen von der Karte. Man kann damit im Kampf jedes als Spezialbeschwörung beschworenes Monster zerstören. Das ist ein verdammt guter Effekt. Vor allem, wenn man sich die Werte davon nochmal anschaut. 2,8. Nicht übel. Und damit kann man halt wirklich über jedes spezialbeschworene Monster drüber gehen. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Effekt. Außerdem kann man, wenn sie beschworen wird, ein Shadol-Monster aus dem Deck millen. Und das ist ebenfalls nice, weil die halt im Friedhof ihre Effekte aktivieren. Und das kann dann darin enden, dass man halt Karten zerstören kann. Oder dass man zum Beispiel eine Karte ziehen kann. Und das ist auch nicht übel. Außerdem, wenn die Karte zerstört wird, bekommt man noch eine Shadol-Zauberfallenkarte zurück auf die Hand. Aus dem Grave. Das ist ein weiterer sehr starker Effekt.
Ihr merkt schon, die Karte ist sehr wichtig und sehr mächtig. Aber wie gesagt, nicht unfair. Und verbotene Karten sollten in meinen Augen unfair sein, was hier einfach nicht der Fall ist. Ich meine, klar, die Karte ist in gewisser Weise unfair, aber in dem Maßstab der heutigen Karten ist sie das nun mal nicht mehr. Und da muss man differenzieren. Gut, da würde ich sagen, wenn ihr doch sagt, dass die Karte nicht ohne Erratum zurückkehren könnte, dann schreibt ein Erratum in die Kommentare, kann ja sein. Und dann würde ich natürlich gerne wissen, was ihr davon haltet. Würdet ihr sagen, Konstrukt kann wieder auf 3 kommen oder auf 1 kommen? Und ja, dann schreibt mir weitere Karten in die Kommentare, die ich gerne mal vorstellen soll. Weitere verbotene Karten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.